Was denkst du? Entsteht Borderline durch eine genetische Veranlagung? Ist das eine Störung, eine Krankheit? Ist das eine erzieherische Fehlleistung der Eltern? Sollten wir die Mutter und später auch den Vater immer bashen? Komm rein in dieses Video. Ich verspreche dir, eine Sichtweise darauf zu geben, dass das elterliche Dramadreieck einen ganz massiven Einfluss darauf hat, ob jemand eine Borderline-Störung entwickelt oder nicht. Ich garantiere dir, es lohnt sich. Ihr Lieben, ich habe Lust auf einen vierten Teil in dieser kleinen Reihe. Wird ein Baby als Borderliner geboren, ja oder nein? Auch dieses Video möchte ich mit der Aussage beginnen: Nein, ein Kind wird niemals mit einer Persönlichkeitsstörung geboren. Denn ein Baby, das auf die Welt kommt, hat noch keine Persönlichkeit. Es hat ein Temperament, genetisch bedingt ein Temperament. Ob es jetzt zum Beispiel in Richtung Choleriker, Sanguiniker, Melancholiker oder Phlegmatiker geht. Das ist eine Tendenz. Aber eine Persönlichkeit setzt sich aus dem Temperament zusammen und dem Charakter. Und das, was das Kind daraus macht, die Handlungen des Kindes, ist die Persönlichkeit. Das Temperament bestimmt, in welche Richtung es ausschlägt. Wie gesagt, Choleriker bis hin zum Phlegmatiker. Der Charakter ist das, was durch die Umgebung auf das Kind eingewirkt wird. Das ist elterliche Erziehung, das ist später Kindergarten oder die Schule und auch Beruf. Alles, was von außen kommt. In der Transaktionsanalyse wäre also der Charakter entsprechend dem Eltern-Ich und das Kind-Ich ist das Temperament, was genetisch hervorgerufen wird. Und die Persönlichkeit ist bei einem Baby ja noch gar nicht vorhanden. Deswegen kann ich nicht sagen, ein Kind, ein Baby, was zur Welt kommt, oder auch in den ersten Lebensmonaten hätte eine Persönlichkeitsstörung. Die Störung muss sich erst einmal entwickeln. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor in der Lebenslinie, in den Zeitstrahl eines menschlichen Lebens. Eine Persönlichkeitsstörung, ein Störungsmuster muss sich erst einmal ausbilden. Die Behauptung von mir, dass ein Baby als Borderliner geboren wird, ist falsch, ist aber in einem gewissen Hinsicht, in einer gewissen Hinsicht doch nachvollziehbar, dass es in eine gewisse Richtung sich entwickeln kann. Wenn du ein Baby betrachtest, was zur Welt kommt, das hat keine stabilen Emotionen. Es hat eine Instabilität in sich. Es hat Angst, es ist lebensnotwendig auf die Außenwelt angewiesen, es kann sich überhaupt nicht versorgen und jedes Baby hat erst einmal diese bodenlose Todesangst. Die wird durch natürlich eine liebevolle Mutter, einen liebevollen Vater immer wieder reduziert, unterbrochen, sodass das Kind ein stabiles Ich bekommt. Das ist die Internalisierungsphase. Warum entwickelt sich aber bei dem einen Borderline, bei dem anderen nicht? Ich möchte die genetische Variante, die Resilienz, hier mal etwas nach hinten stellen. Es gibt Menschen, die haben eine sehr hohe Resilienz, die bei den gleichen einwirkenden Kräften nicht zusammenbrechen und andere doch eher. Ich möchte jetzt auf die elterliche Erziehung, auf das der ersten Bezugsperson hinwirken. Und bitte, 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 die Wichtigkeit der Mutter kann nicht überbetont werden. Und es ist kein Bashing, wenn wir über die Mutter, die in 99% der Fälle die erste Bezugsperson ist, sie als Hauptbezugsperson nehmen. Es gibt Ausnahmen, aber hier möchte ich wirklich eine Mutter als die einzige Bezugsperson in den ersten Lebensmonaten bringen, später der Vater und dann geht das immer weiter. Aber der Inner Circle sind erstmal Mutter und Vater. Das elterliche Drama-Dreieck. In unserer heutigen Zeit, wir werden immer instabiler. Vielleicht kannst du dir mal die Videoreihe anschauen, die ich begonnen habe, dass unsere Welt immer mehr Borderliner wird, also soziokulturell, unsere Rollenverständnisse von Mann und Frau, das Ganze, die ganze Welt wird immer mehr, geht immer mehr in eine Spaltung über. Immer instabiler, weil die Übergänge zwischen falsch und wahr immer schärfer werden. Aber die Instabilität in der elterlichen Beziehung mit dem Kind, was hat das mit der Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung zu tun? Das Baby kommt instabil zur Welt, braucht lebensnotwendig
immer Mutter, später Vater und andere Personen. Ich habe in meinen Beobachtungen zum Vierteljahrhundert schon, wo ich mit Borderlinern in Kontakt und in Bearbeitung bin, in Handlung bin, immer wieder eins festgestellt, dass die Kindheit jedes einzelnen Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung sich immer um ein Dramadreieck dreht. Du siehst dieses Bild: Missbrauch, Missachtung, Misshandlung. Das sind die drei Extreme, um die es in einer Borderline-Entwicklungsstörungshistorie immer wieder geht. Im Teil 1, 2 und 3 dieser kleinen Reihe habe ich immer wieder gezeigt, dass die vulnerable, verletzbare Zeit, wo sich etwas herauskristallisiert, wie sich ein Kind entwickelt, so ab dem 8. Lebensmonat stattfindet, bis ungefähr zum 30., 36. Lebensmonat. Was passiert in dieser Zeit? Es ist die Phase, wo das Kind anfängt zu krabbeln. Das ist die Individuationsphase. Das Kind entwickelt den Drang nach außen, sich selber zu verselbstständigen und alles Neue auch mal selber zu erkunden. Jetzt krabbelt das Kind in einen anderen Raum. Und Teil 3 habe ich so ein bisschen gezeigt, wie die Eltern darauf reagieren können. Da gehen wir jetzt etwas näher drauf ein. Das ist dieses sogenannte Dramadreieck. Gut wäre es, wenn Eltern darauf reagieren würden, dass sie den Forschergeist des Kindes unterstützen, erkennen, es ist jetzt müde vom Wegkrabbeln. Das kann am Anfang schon nach wenigen, ganz, ganz wenigen Augenblicken oder Minuten sein. Aber das Kind immer wieder dazu ermuntern, selbst in die Welt hinauszugehen, es aber unterstützend begleiten. Und wenn das Kind Angst hat, dass sie dann die Arme ausbreiten und das Kind wieder aufnehmen. Aber das Kind ist der Faktor, der dann zeigt, ich möchte jetzt weg, die Eltern unterstützen es. Und erst wenn das Kind Angst bekommt, wenn dem Kind auch von außen eine Gefahr droht, erst dann sollten die Eltern eingreifen. Und jetzt zeige ich dir mal drei Drama-Extreme. Extrem. Ich möchte es übertreiben, um etwas zu visualisieren durch Worte. Das Kind geht also raus in den Garten und die Mutter sucht das Kind. In dem Moment, wo die Mutter das Kind findet, das Kind hat also einen Forscherdrang hinter sich und das Kind war außerhalb des beobachtbaren Radius der Mutter. Dem Kind ist noch nichts Böses passiert, das Kind war einfach nur weg. Dann dieser geistige Missbrauch, das nenne ich jetzt mal geistiger Missbrauch, ist die Helikoptermutter. Mein Kind, wie konntest du nur weggehen? Wie konntest du mir das nur antun? Du bist doch ohne mich gar nicht sicher. Bestimmt hast du so etwas schon erlebt. Was wird dem Kind damit vermittelt? Durch diesen geistigen Missbrauch. Durch diesen geistigen Missbrauch kommt heraus, das Kind sagt sich dann, ich kann ohne meine Mutter, ohne meine Umgebung überhaupt nicht existieren. Ich bin gar nicht in der Lage dazu, selber meine Schritte zu richten. Das wäre der geistige Missbrauch. Gehen wir mal in das andere Extrem. Körperliche Misshandlung. Das kann auch Anschreien sein. Das Kind läuft weg, raus in den Garten und der Vater schreit das Kind an, wie konntest du nur weglaufen? Du hast gar nicht das Recht dazu. Diese Misshandlung. Eben gerade Missbrauch, die Mutter, ihre Ängste wirft sie auf das Kind zu, missbraucht also das Kind für ihre eigenen Ängste vor der ganzen Welt und überträgt sie auf das Kind. Ich sage dazu, dass das wirklich ein geistiger Missbrauch ist. Die Mutter sollte mit ihren Ängsten selber erst einmal arbeiten. Die Misshandlung ist dieses überaggressive Reagieren, wie konntest du nur, wie konntest du nur, wie konntest du nur. Das ist körperliche Misshandlung. Bis hin zu wirklichen Schlägen. Das ist das andere Extrem. Und dann gibt es die seelische Missachtung. Dieser niederschwellige Reiz, dieses ich interessiere mich gar nicht dafür, das Kind wird einfach laufen gelassen, ach du warst weg. Und vielleicht hast du das beobachtet, wenn du das mal so vergegenwärtigst, für dich und deine Kindheit. Viele meiner Gesprächspartner, die also mit einer emotionalen Instabilität mit mir ins Gespräch kommen oder auch deren Partner, werden Folgendes feststellen.
dass jemand mit einer Persönlichkeitsstörung in der Regel einen bis alle drei dieser Extreme immer und immer wieder in seiner Kindheit erfahren hat. Der geistige Missbrauch, Helikoptereltern, die körperliche Misshandlung, das Anschreien bis hin zum Schlagen, wenn es weggelaufen ist und dann irgendwann mal zurückgekommen ist. Und dieses Weglaufen meine ich auch nur einfach nur wegkrabbeln oder den Garten außerhalb der elterlichen, des elterlichen Radius, des elterlichen Bereiches, Handlungsbereiches und mir kommt gerade in den Kopf der Machtbereich. Und ganz, 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 ganz schlimm diese seelische Missachtung. Mama, Papa, warum siehst du mich nicht? Und dieser lautlose Schrei der Kinder, die das einfach nicht ausdrücken können, die fassungslos vor ihren Eltern stehen, die sich lieber mit anderen Dingen befassen und ja, so Handymütter oder Handyväter sich lieber mit Social Media beschäftigen als mit dem Kind, das sehen wir heute immer mehr. Immer, immer, immer mehr. Seelische Missachtung, wo das Kind nach einer Bindung schreit. Das Kind bleibt in seiner emotionalen Instabilität, mit der es einfach geboren wird. Kein Kind kommt mit einer Stabilität auf die Welt. Das Kind ist ja reines Es. Und das reine Es, Sigmund Freud lässt hierbei grüßen, das Bauchgefühl, ist 360 Grad, veränderbar, schwankt. Das bewirkt dann bei dem Kind, dass es keine Stabilität von den Eltern bekommt und es pendelt immer in diesem Dreieck. Ich hoffe, du konntest das ein bisschen nachempfinden und sehen, dass es kein Bashing über die Eltern ist. Es ist eine einfache, nackte Beobachtung von den Fakten, denen wir uns einfach gegenüber sehen. Wenn wir uns also fragen, wird jedes Baby erstmal als Borderliner geboren? Nein. Wird jedes Kind mit einer emotionalen Instabilität geboren? Ja. Es ist aber nicht in einer emotionalen Instabilitätsstörung, F60.30 nach dem ICD-10, sondern die Störung ist ein Störungsmuster bei jemandem, der schon in der Adoleszenz oder raus aus der Pubertät ist und schon im jungen Erwachsenenalter und älter ist. Das ist es, was wir als Persönlichkeitsstörung bis hin zum F60.31 als Borderliner bezeichnen. Bitte, der Titel, jedes Baby ist erst einmal Borderliner, ist provokant, möchte aber in eine Richtung bringen. Dich gedanklich darauf hinweisen, dass die elterliche Erziehung entscheidend dafür ist, ob das Kind in seiner Instabilität bleibt oder eine stabile Persönlichkeit bekommt. Wenn du Fragen, Anregungen hast, Kommentare sind herzlich gerne willkommen oder auch ein persönliches Gespräch mit deiner Situation, mit deiner Umfeldsituation, wende dich an mich an info@borderline-coaching.de. Wir könnten zu einem kostenlosen Orientierungsgespräch uns gerne einmal hinsetzen. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Video dir anzuschauen und ein Abo, ein Like, dafür bedanke ich mich sehr. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, alles Gute, bleib tapfer. Dein Markus.